Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Franzi und wir legen direkt mit den Podcast-Empfehlungen los. Es sind deutsche, aber auch englischsprachige Podcasts dabei und ich werde auf jeden Fall immer nennen, ob der Podcast auf Deutsch oder auf Englisch ist. Wer sich gern Comedy in einem Podcast-Format reinzieht, kann mit Gemischtes Hack eigentlich nichts falsch machen. Gemischtes Hack ist ein deutschsprachiger Podcast von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Felix Lobrecht kennen viele wahrscheinlich schon aus dem Fernsehen oder von der Bühne als Comedian. Und Tommy Schmidt ist Autor und halt Comedy-Schreiber, also Sprüche-Schreiber. Und gemeinsam quatschen die miteinander und ja, machen Comedy. An alle Harry Potter Fans kann ich nur Harry Potter and the Half-Drunk Podcast empfehlen. Das ist ein englischsprachiger Podcast und hierbei sprechen zwei Frauen über verschiedene Themen der Harry Potter Welt. Zum Beispiel gehen sie das Alphabet mit den verschiedenen Berufen in der Harry Potter Welt durch. Zum Beispiel A, was für Auror steht, und dann sprechen sie über den Beruf Auror. Viele von euch kennen wahrscheinlich TED Talks. Also es gibt davon verschiedene Videos im Internet, auf YouTube, die man sich anschauen kann. Und in der Regel ist das eigentlich wirklich auf einer Bühne mit Menschen. Und in dem Podcast TED Talks geht es halt darum, interessante Informationen, wissenschaftliche Informationen kurz und interessant verpackt darzustellen. Und es ist wirklich immer spannend. Und wer sich dafür interessiert, einfach sich weiterzubilden über Podcasts, der kann damit eigentlich nichts falsch machen. Also es gibt natürlich verschiedene Themen bei TED Talks und ich höre vor allen Dingen den Wissenschaft und Medizin Podcast, also weil mich vor allen Dingen die Medizinfolgen interessieren. Auch bei dem Podcast Notaufnahme geht es um Medizin. Der Notaufnahme-Podcast ist auf Deutsch und es geht dabei um die lustigsten Patientengeschichten in der Notaufnahme. Hierbei hat der Ersteller des Podcasts immer wieder andere Gäste zu Besuch und spricht mit ihnen über die lustigsten Geschichten, die sie zum Beispiel erlebt haben. Das können zum Beispiel Ärzte sein, die er zu Besuch hat. Und weiter geht es mit einem Medizin-Podcast. Dieser beschäftigt sich jedoch mit Psychologie und er heißt Psycho und Doc. Manche werden vielleicht von Instagram schon Doc Felix kennen und in dem Podcast Psycho und Doc spricht Doc Felix zusammen mit Ricarda einige Themen an, die nicht nur die Medizin, sondern auch die Psychologie betreffen, und die beiden sprechen darüber und das ist immer sehr interessant zuzuhören und man lernt eigentlich auch immer etwas dazu. Hierbei analysieren sie zum Beispiel verschiedene Disney-Filme, wie zum Beispiel den Film Soul von Disney. Wer sich vor allen Dingen für Mordfälle oder Kriminalfälle interessiert, ist bei Mord am Mittwoch definitiv an der richtigen Stelle. Dies ist ein deutschsprachiger Podcast von Lucia Leona. Manche kennen sie vielleicht auch von Instagram. Und hierbei stellt sie verschiedene Mordfälle sehr spannend vor. In dem Podcast Blutige Anfänger geht es wieder um Medizin. In diesem Podcast werden nicht nur medizinische Themen angesprochen, es werden zum Beispiel auch Tipps für den TMS, also den Medizinertest, gegeben. Oder ein Interview mit zum Beispiel Doc Tommy, also den kennen vielleicht auch manche von Instagram. Und das ist auf jeden Fall immer wieder sehr abwechslungsreich, weil zwischen medizinischen Themen dann halt eben auch mal so ein Interview kommt oder Tipps für den TMS. Und das finde ich sehr gut, dass es so breit gefächert ist. Wer Comedy-Podcasts sehr gut findet, der sollte auf jeden Fall mal bei 0817 reinhören. Das ist der Podcast von Kristall und Özcan Kosar. Die beiden machen Comedy, manche kennen sie vielleicht schon von der Bühne oder aus dem Fernsehen. Und jetzt haben sie ja eben einen Podcast angefangen, der auf jeden Fall sehr unterhaltsam ist und sehr, sehr witzig zum Anhören. Ein weiterer Comedy-Podcast, den ich gut empfehlen kann, ist Fake Doctors, Real Friends. Das ist ein englischsprachiger Podcast von Zach Braff und Donald Faison.
Und die beiden sprechen im Grunde genommen über die Comedy-Serie Scrubs. Man kann theoretisch den Podcast hören, wenn man die Serie nicht gesehen hat. Jedoch würde ich empfehlen, die Serie vorher gesehen zu haben, weil sie im Grunde jede einzelne Episode ab der ersten Staffel durchsprechen und über Insider sprechen und auch andere Schauspieler aus der Serie einladen. Und es ist, glaube ich, deshalb ratsam, wenn man die Folgen auch gesehen hat vorher. Und zu guter Letzt habe ich noch für alle Doctor Who-Fans unter euch den The Doctor Who After Show Podcast. Hierbei wird ab Staffel 7 jede einzelne Episode nacheinander durchgesprochen und sozusagen analysiert. Der Podcast ist auch auf Englisch und ist auf jeden Fall hörenswert. Ich habe jetzt hierbei versucht, natürlich eine gute Mischung zu finden aus Podcasts, die vielleicht schon etwas bekannter sind und welchen, die vielleicht noch relativ unbekannt sind. Hierbei möchte ich natürlich sagen, dass ich auf gar keinen Fall irgendwas dafür bekomme. Das sind einfach meine Podcast-Favoriten, die ich gern höre, und vielleicht könnt ihr euch daraus ja auch etwas raussuchen, was ihr noch nicht kanntet. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt etwas daraus mitnehmen können. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!